Der Wagen ist jetzt bei knapp 30.000 Kilometern. Ich kaufe mir zu meinem 19. Geburtstag meinen ersten Sportwagen, einen BMW M4 Competition. Und bevor wir das Auto jetzt final abholen, möchte ich euch noch ganz kurz den Hintergrund dieses Autokaufs erzählen und vor allem die Hindernisse davon erzählen. Wir schreiben den 28. September. Vor knapp einem Monat wurde ich 19 Jahre alt und ich wollte mir zu dem Tag einen BMW M4 Competition kaufen, meinen ersten Sportwagen. Und es ist etwas schiefgegangen. Was ist aber schiefgegangen? Ich habe mir ein Auto auf mobile.de rausgesucht, habe das Ganze eine Woche beobachtet, war mit dem Verkäufer in Kontakt. Es war tatsächlich direkt aus meiner Umgebung, aus Frankfurt, und ich bin direkt hin. Habe mir das Auto angeschaut, Probefahrt gemacht, alles war top und ich dachte, yes, ich habe endlich meinen Wagen gefunden. Was ein bisschen komisch war, der Wagen war für die Kilometeranzahl und das Baujahr relativ günstig. Die Farbe war geistkrank, es war eine exklusive BMW-Farbe und am Tag der Abholung, wo sogar schon die Kennzeichen am Auto drauf waren, kam raus, dass der Wagen ein Unfallauto ist. Ich war absolut am Boden zerstört, weil ich wusste, ich muss jetzt morgen am Tag danach nach New York fliegen und muss für 11 Tage weg sein. Das heißt, ich muss mindestens 2 Wochen warten, bis ich mir überhaupt ein anderes Auto erst anschauen kann. Dann sind diese 2 Wochen vergangen und vor ein paar Tagen waren wir wieder zurück in Deutschland und ich habe mir ein weiteres Auto angeschaut. Denn ich habe auf mobile.de ein Auto gefunden, was meiner Meinung nach sogar noch besser passt. Preislich ist es fast genau gleich. Das Auto jetzt ist ein ganz bisschen teurer, aber von der Farbe und von der Ausstattung ist es wirklich ein Meisterwerk. Wir haben bei der Probefahrt nicht gefilmt, aber ich blende euch ganz kurz das Auto da ein. Es war alles perfekt, es hat alles gepasst, es hat sich super gefahren, der Verkäufer war total nett und heute ist der Tag der Abholung. Und natürlich drehen wir danach noch eine richtige Runde. Ich bin so gehypt, weil natürlich konnte ich während der Probefahrt den Wagen gar nicht drücken. Ab geht's, wir holen jetzt das Auto ab. Der Wagen steht jetzt hier unter der Plane. Die Plane ist tatsächlich leider selbst gekauft. Der Verkäufer war kein großer Autohändler, hat keine eigene Plane gehabt. Meint, er macht sowas normalerweise nicht. Scheißegal. Für die Szenen, für die Clips und für das Feeling einfach mache ich jetzt trotzdem den Wagen unter der Plane weg. Bro, es ist absolut geisteskrank. Was ein wunderschönes Auto. Heute ist der Tag der Abholung, das heißt, der Vertrag ist auch schon unterschrieben. Das heißt, wir können jetzt direkt losgehen. Die erste Runde mit dem Wagen fahren, die erste wirklich eigene Runde mit meinem eigenen Auto. Absolut geisteskrank. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Wir haben natürlich ein Carbon-Upgrade im Interior. Ich würde sagen, wir machen nochmal kurz einen Soundcheck. Die meisten Leute werden sich wahrscheinlich auch fragen, wie viele Kilometer hat der Wagen? Ich kann es euch zeigen, der Wagen ist jetzt bei knapp 30.000 Kilometern. Mir persönlich war auch wichtig, einen Wagen zu holen, der nicht schon, was weiß ich, 80.000, 90.000 Kilometer hat. Auch das natürlich völlig in Ordnung, aber ich möchte keine Kopfschmerzen mit dem Unfall haben. Warum ist bei jeder Autoabholung, das war auch schon bei dem ersten Wagen so, der es dann nicht wurde, dass der Tank fast leer ist? Deswegen würde ich sagen, fahren wir direkt zu einer Tankstelle, gehen den Wagen tanken. Geistkrank, ich habe richtig Bock auf die Fahrt. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch noch ganz kurz die Upgrades dieses Wagens zeigen. Ich habe hier drinnen ein Carbon-Upgrade, das ist glaube ich schon unschwer zu erkennen. Ich habe hier, das war mir auch sehr wichtig, Keramikbremsen. Einfach unfassbar wichtig, bei einem Sportwagen auch richtig bremsen zu können. Die Farbe generell ist keine Folierung, das ist die Originalfarbe und ich glaube wirklich, die spricht für sich. Es wird so geisteskrank, vor allem jetzt im Winter, in den nächsten Monaten. Jetzt gerade, ich weiß nicht, wann ihr das Video schaut, ist noch Oktober. Es wird absolut geisteskrank, dieses Auto dann auch im Kalten zu sehen. Ey, ich bin lowkey gerade nervös, den Wagen zu parken. Zum Glück haben wir hier jetzt viele Kameras, die hatte ich normalerweise nicht. Weil das ist nochmal was anderes. Wenn ich den Wagen hier jetzt anhauen sollte, dann wäre das richtig teuer. Ey, wirklich lustig, die Kassiererin hat gerade noch gesagt, schönes Auto. Ab geht's. Das wird jetzt, glaube ich, wirklich öfter vorkommen. Das ist mir davor im Peugeot noch nie passiert. What the fuck, Digga, der erste Tunnel. Junge, geisteskrank, geisteskrank. Ich bin in meinem Leben schon einige Sportwagen mitgefahren, noch nie selber gefahren. Und ich bin einmal einen Supersportwagen in Prag, einen Lamborghini mitgefahren. Und die Augen, die man bekommen hat, waren absolut geisteskrank im Lamborghini. Im Sportwagen normalerweise nie so krass. Aber in diesem Auto sind die Augen, die man bekommt, absolut geisteskrank. Ich glaube, dass wirklich bei diesem Sportwagen die Farbe und der Sound nochmal einiges mitmachen. Weil ich persönlich, als jemand, der sich mit Autos nicht so krass auskennt, hätte früher niemals erkannt, dass ein BMW M4 überhaupt was Krasses ist. Aber ich glaube, dass die Farbe den Wagen wirklich krass macht, weil die Augen, die man bekommt, es ist richtig, richtig heftig. So, ich lasse mich kurz ein bisschen fallen. Es geht jetzt nämlich rein in den Tunnel. Mit Fenster unten. Geistkrank. Alter. Boah.
Ey, es ist absolut geisteskrank. Und natürlich möchte ich zu dem Wagen jetzt noch ein paar Worte verlieren, denn das alles ist nicht von gestern auf heute entstanden. Dieser Wagen hier ist das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit. Viele von euch denken vielleicht, das Ganze ist innerhalb von 2-3 Monaten gekommen. Das Ganze kommt durch 3-4 Jahre harte Arbeit. Und es fühlt sich immer noch an wie gestern. Wie gesagt, wir haben jetzt Oktober, das heißt, es ist 10 Monate her, dass ich die Schule abgebrochen habe. Es fühlt sich immer noch an wie gestern, dass ich die Schule abgebrochen habe, mich Vollzeit auf meine Firma fokussiert habe, ausgezogen bin und 3 Wochen später auch ausgewandert bin. Und das ist absolut geisteskrank, jetzt vor dem Sportwagen zu stehen, jetzt diesen Kindheitstraum wahrzumachen. Ich hatte tatsächlich vorhin in meinem Kinderzimmer nochmal ein Bild gesehen, was an der Wand hängt, wo ich mir zu Beginn des Jahres ein Ziel gesetzt habe, mir einen Ford Mustang GT zu kaufen. Jetzt ist es eben dieser BMW M4 Competition geworden. Und ich glaube, die Entscheidung war auf jeden Fall die richtige, denn das ist ein wunderschönes Auto und definitiv besser als ein Mustang. Die Message hinter diesem Auto geht noch viel deeper. Denn abgesehen von diesem Wagen lebe ich seit 10 Monaten jeden Tag meinen Traum. Ich habe die maximale Freiheit. Wir leben durchgehend im Ausland. Wir sind jetzt für ein paar Tage hier in Deutschland, um den Wagen abzuholen, um in Frankfurt einen Stand zu haben und um dann noch nach Berlin in den nächsten Tagen zu fahren für eine eigene Rede. Falls ihr dazu Content sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Aber der Punkt ist, wir haben die maximale Freiheit und der Wagen ist eigentlich wirklich nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Frage, die meisten Leute jetzt stellen werden, ist natürlich erstens, wie teuer ist der Wagen und wie konnte ich mir den Wagen leisten? Auf den Preis des Wagens möchte ich ungern eingehen, das ist einfach nur ein bisschen unangenehme Sache, da jetzt groß rumzuflexen. Aber wie kann ich mir so ein Auto leisten? Ich habe seit 3 Jahren eine Agentur und habe tatsächlich auch jetzt mittlerweile noch eine Community, wo ich das euch beibringe und einfach generell in Deutschland die besten Agenturenhaber vernetze. Den Link dazu zur SMA Academy findet ihr in der Videobeschreibung. Es soll aber wirklich nicht darum gehen, es soll um dieses schöne Auto hier gehen, was wie gesagt jeder von euch erreichen kann. Achtet einfach darauf, dass ihr den richtigen Input wählt. Achtet darauf, dass ihr eine gute Beziehung zu Gott pflegt, zu Jesus. Und arbeitet hart. Und dann kann jeder von euch genau das gleiche erreichen. Es ist absolut geisteskrank, wie schnell es eigentlich ging, wenn man sich wirklich nur 1-2 Jahre Zeit nimmt und richtig fokussiert.